es immer von dieser Seite aus mache. Genau, ich brauche zu jeder Seite eine Elle, die nicht gewickelt wird. Die lege ich jetzt mal fest. Das sind bei dieser Karo-Größe fünf Karos. 1, 2, 3, 4, 5. Das wird nicht gewickelt. So, und jetzt fange ich an, den kompletten Rest in Buchten zu legen. Das geht alles ein bisschen. Ich nehme jedes zweite Karo und klappe es rüber. So. Anfangs ist das Ganze noch ein bisschen schwierig, wenn noch relativ viel Stoff dahinter dran ist. Genau, man muss es immer wieder ein bisschen ordentlich machen zwischendrin. Genau, nächstes Karo. Bei dem jetzt, es bleiben hier ungefähr 2 cm Platz, dass das Karo sichtbar ist. So. So, genau, jetzt wäre das ganze Ding soweit fertig gelegt. Was ich dann noch immer mache, ist, es ist jetzt hier schräg. Ich ziehe mir das jetzt ein bisschen zurecht hier, dass das alles schön liegt. Genau, so. So, Rudele, da noch ein bisschen. Weil sonst wird es schräg, ja. Da geht irgendeiner, er sollte etwas steifer sein, weil sonst kriege ich ihn nicht unten durchgeschoben. So, also hier auf der Seite will ich jetzt nachher einsteigen. Das heißt, ich brauche jetzt hier nach oben, bei meiner Körpergröße ist auch wieder körpergrößenabhängig bzw. kniegrößenabhängig. Wenn der Rock irgendwie bis zum Knie gehen soll, brauche ich für mich eine Elle und eine Handbreit. So, das ist bei dieser Karo-Größe sind es 7 Karos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieses halbe da, das lassen wir außen vor. 7 Karos brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und jetzt wird der Gürtel unten durchgeschoben. Ganze wieder so ein bisschen zurechtlegen. Wichtig ist bei der ganzen Sache, dass ich mit dem Faltenverlauf den Gürtel unterschiebe und nicht dagegen, weil sonst würde ich es von da drüben machen, dann würde es mir die ganzen Falten wieder verziehen beim Gürtel durchschieben. So, ziehen wir den mal noch ein bisschen zurecht. So. So, jetzt wären wir quasi anziehbereit. Jetzt lege ich mich da drauf. Das Oberteil muss vorher angezogen sein. Ne? Also alles, was man oben drüber tragen wollte, sollte dann schon an Ort und Stelle sein. Sprich Hemd, Wäsche, was auch immer. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken, wenn ich mich jetzt so nach hinten lege. So ungefähr. Jetzt geht der Ruck mir ungefähr bis zu den Knien. So, jetzt liege ich hier drauf. Jetzt nehme ich erst die eine Seite. Ich fange immer links an und klappe das so rüber. Dann kann man das alles noch mal so ein bisschen sortieren, dass es schön liegt. So, noch mal gucken. Ja. Und jetzt die andere Seite. Drüber. Das hier vorne alles so ein bisschen schön sortieren, das ist jetzt noch ein bisschen lang. Jetzt kann ich es noch gut richten. Ja, so passt es. Okay. Gut, jetzt ist es soweit fertig. Jetzt kann ich den Gürtel zumachen. So, jetzt ist das Ganze so weit gerichtet, dass ich damit aufstehen kann. Genau, so sieht es jetzt aus.
Also hinten die Falten vielleicht mal. So, genau. Jetzt genau, gilt es noch, den Oberstoff zu regeln. Fang da immer mit der linken Seite an. Nimm hier den Ecken und dreh das Ganze, den ganzen Stoff 2, 3, 4, 5 Mal ein. So. So nehme ich das dann und nehme das hinten rum und stecke mir das auf dieser Seite in den Gürtel rein. Genau. So. Jetzt nehme ich die andere Seite und mache das Gleiche für die andere Seite. Zu mir hin eindrehen. 2, 3, 4 Mal. Und das Ganze wieder rum. Und auch wieder in den Gürtel gesteckt. So. Jetzt sieht das Ganze so aus von hinten. Genau. So. So, und jetzt gibt es verschiedene Varianten. Ich kann mir hier so eine Schärpe machen auf einer Seite. Ich trage ganz gern die Diagonalschärpe. Da nehme ich jetzt den einen Stoffecken und ziehe ihn mir hier über die Schulter rüber und hole mir dann von der anderen Seite das andere Ende. Und ziehe sie von der Seite nach oben. So. Genau. Und damit fixiere ich jetzt quasi diese beiden Enden. Recht stabil der Stoff, muss man ein bisschen gucken beim Durchpieken. So. Et voilà. Jetzt kann er das Ganze noch ein bisschen sich zurechttüdeln. Das war's.